Let's play games. Artemis Live Season 1. So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Altis Live mit dem MCR-Clan. Heute mit dabei der Benny. Servus. Und meine Wenigkeit, der Darky. Oh, halt, ich muss ja noch umstellen auf direkte Kommunikation. Wo bin ich denn? Wo ist denn? Ach, da ist ein Zeichen. Ein Zeichen? Ah, ich sehe eine Raute. Eine Raute mit einem Doppelhaken drin. Für Sergeant Rumble, da ist er. Gockele, gockele. Schnell rüber, bevor es mich einer über... Soll ich vielleicht einmal fahren, dann weißt du genau, wie man da fährt. Ich habe so toll geübt. Aber nicht mit meinem Auto. Ja, stimmt, da wende... Warum sitzt du jetzt? Du hast ja gar nichts, du hast ja nicht mal einen Rucksack. Warum hast du keinen Rucksack? Ich habe 94... Na ja, dann okay. Also hier unten, ein bisschen weiter unten ist der ATM. Boah. Warte mal, ich höre gar nichts. Ich muss mal eben... Plopp. Ich muss mal eben den Dings reinmachen, weil sonst höre ich nämlich nicht. Ich muss nachher auf jeden Fall ein Essen, ein Trinken... Also hier hoch, hier gerade hoch ist ja der Markt. Ne? Und alle zwei Folgen bin ich dann... Also ich habe, hier muss ich gerade für die Zuschauer nochmal sagen, ich habe hier ein bisschen geübt. Und zwar Farmen. Ich wollte einfach mal leveln im Farmen. Oh Gott. Hey, der fährt sich ganz anders wie meiner. Ich muss Licht anmachen. Sehe ich. Licht anmachen. Licht. Weißt du, kannst du hier geradeaus, musst du eigentlich nur eine Kurve fahren in der Ortschaft, um am Markt deine Pfirsiche abzugeben. Und habe ich mittendrin eigentlich jetzt gerade aufgehört zu erklären? Ja, du fährst da hoch und da oben schräg links. Genau, da gibt es einen Feldweg. Da kann man umdrehen. Warte mal, das hat alles seine Sinn und Zweck. Das Ganze, oh, nachts bin ich das jetzt auch noch nicht gefahren. Guck, hier jetzt so rein. Ja. Findlingsbaum, da muss man da rüberfahren. Guck mal, hier so rüber. Oh, da bremst er nicht. Bremst doch, Kerl. Mann. Nein, ich mach doch nicht kaputt. Guck, ja, die muss kaputt sein. Da parkt man nämlich vor diese kaputte Mauer hin. So, ich hab das schon ein oder zweimal gemacht. Stehen. So, siehst du? Und jetzt macht man, kommst du raus, bist draußen, mach mal Mick. Jetzt stellst du hier hin und kannst sammeln. Und dann kannst du so einladen, sammeln, einladen, sammeln, einladen, sammeln. Aber erst renne ich ein wenig durch die Gegend. Ach, jetzt kann man hier das U wieder raus. Das mache ich nämlich hier drin. Da kann dich nämlich keiner sehen. Oh, Licht aus. Oh, mach mal Licht aus. Da muss ich erstmal wieder. Musst aber aufpassen, dass du genauso rennst, dass du praktisch am Ende des Balkens da an dem Baum beim Auto kannst sammeln. Weil ich glaube, mit dem Lichtauto machen wir uns relativ aufmerksam. Und du kannst hier nur die ersten zwei Reihen kannst du sammeln. Geht nicht. Ich habe gegen eine Wand rennen, geht auf, das geht leider nicht. Nee, geht nicht. Ist ja ein bisschen rumgetingelt. Tingel, tang. Boah, ich kann ein bisschen länger. Ich kann auch länger. So. Jetzt lauf doch, du Schwein. Fertig. Jetzt habe ich nicht geguckt, welche Skillstufe ich habe. Verdammte Kerle. 618 von 750. Ja, also, um nochmal drauf zurückzukommen. Ja, ich habe hier so im Off-Modus ein wenig gefarmt. Um mich einfach ein wenig hochzukriegen in den Skills. Ja, du kannst hier so im Auto gar nicht reingehen. Ja, aber du kannst nicht zu nah am Auto sein, weil sonst geht es irgendwie manchmal nicht. Ja. Dann machen wir mal absolute Geldcheck. Wie viel haben wir denn jetzt schon insgesamt? Oh, warte mal halt. Z. Ja, ich kann wieder nicht, der hört nicht auf zu sammeln. Z. Jetzt. 460.700 Dollar. Und hier unten meine Gang, da müsstest du, da bist du jetzt drin, Anführer. Genau. Da kannst du mich auch gucken, da kannst du kitten, mehr Slots, neuer Anführer, Gang also, auflösen. Wir haben schon so viel Geld für einen Helikopter. Nee, wenn ich dir gebe, fehlen mir ja 40.000. Das ist,
Kann man nicht. Und Ausweis, mach mal aus. Oh ja, halt, halt. Schlesen. Warte mal, wenn ich jetzt meinen Ausweis ziehe, zocke. Warte. Ausweis. Personalausweis. Siehst du das jetzt? Ich sehe dich. Ich sehe genauso aus. Ja, das Coole ist, so unterschiedlich sieht er gar nicht zu mir aus. Bisschen mehr Bart, bisschen. Ich kann dir auch meins. Lange Straße 5, BK 71522 Backnen. Guck mal. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Jetzt ja, machen wir. Blumen, Stunden, BK. Ach, hast du auch geschrieben? Lange Straße, hast du auch geschrieben? Das ist meiner, du Eimer. Nee, halt. Nein, das ist meiner. Ah, das ist ja genau der gleiche Ausweis. Ich hab genau das gleiche gemacht. Ach, halt, ich kann schon wieder rein. Ach, jetzt hör doch auf mit dem Gesammel, Kerl. Also ich dürfte, wenn wir heute jetzt noch zweimal sammeln, machen wir die vielleicht eine Looter-Folge. Ach ja, was? Genau, dann wollte ich sagen, machen wir Helikopter und fertig. Oh, mein Nachtsichtgerät rumrennen. Oh, das ist aber schön. Schieß, bis dass der Feind zerplatzt. Tapfre kleine Meh. Horido. Horido. Horido, kleine Meh 109. Jetzt guck auf deine Stillstufe. Stillstufe, du Schwein. 51 von 60. Ich bin 20 von 30. Oh, du bist ja richtig. Ja, ich. Wie gesagt, also, was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, 6 Stunden lang hier in diesem Pfirsichfeld hier verbracht. Ach halt, ich mach doch Nachtsicht. Ich kann ja gleich nachher einen Apfel essen. Ich hab doch Hunger, passt doch. Könnte ich ja gleich so. Wir sammeln aber keine Äpfel. Oder Pfirsich, dann esse ich halt einen Pfirsich. Der ist so pelzig. Kann man bestimmt auch essen. Sind die verkauft? Weil er zu inkompetent ist fürs Handy, steht da unten. Inkompetent fürs Handy? Solange er nicht inkontinent ist. 104 von 20, 120 habe ich jetzt. 120, 120, Fortschritt 120. 635. Welche Stufe, was? 5. Bei 750 ist Stufe 6. Ach ja, was ich den Zuschauern auch nochmal zeigen will, das habe ich nämlich auch erst bei diesem, wo ich das eigentlich probiert habe, gemerkt. Und zwar hier kann man nämlich auch Skills machen. Und das sind wirklich Farming Skills, zum Beispiel. Was haben wir jetzt? Früchte. Das ist jetzt das, was wir gerade vorgelesen haben. Level 5, aktuelle Punkte, Punkte bis zum Levelaufstieg. Nächste Variante, Wahrscheinlichkeit 30%, 40%, Äpfel, Birnen, Bananen. Dann hier loses Gestein. Ne? Sand oder Salz ab, um Punkte zu sammeln. Und so kann man fossile Brennstoffe, Gas oder Rohöl, 100%, 80%, 20% und so. Ne? Und das gibt es natürlich auch in Charakter-Skills, zum Beispiel Ausdauer, das ist das Rumrennen, was wir hier immer machen. Ausdauer Level 3, aktuelle Punkte 51, Punkte bis zum Levelausstieg noch 9. Nächste Vorteile, also jetzt bin ich gerade bei Level 3, kann man 390 Meter rennen, danach sind es 420 Meter rennen und so weiter. Jedes Mal erhöht sich das ein bisschen, ne? Also wie gesagt, hier gibt es sogar Reparaturen und so Scherze. Also ich habe einen Punkt, ich habe schon einmal repariert irgendwas. Und da dauert es bei Level 1 dauert 60 Sekunden, bei Level 2 59, bei Level 3 58, so. Nur, dass ich das jetzt mal gezeigt habe. Also finde ich ganz cool gemacht. Kenne ich noch so von keinem anderen Server, der Altis Live anbietet. Aber ja, macht sie. Benni, sprich mit mir. Ja, macht Sinn. Wo bist du denn? Was machst du da? Ich hab gerade geguckt auf meiner Map. Ich sehe uns nicht mehr in der Map eingetragen. Was? Map? Map? Hab ich jetzt gerade so geguckt. Wieso denn nicht? Ich 4400 hier jetzt. Nein, wir sind nicht eingetragen. Warum nicht? Ich weiß nicht. Wohin waren wir noch drin? Jetzt sind wir. Vielleicht, weil wir in einem Pfirsichfeld stehen. Was ist denn getarnt? Übrigens. Jetzt sind wir wieder da. Okay. Ja, das Coolste ist ja auch, du kannst ja während dem Map schauen, weiter gucken. Ja, kannst nicht auf Z drücken. Übrigens musst du nicht dauernd E drücken, einfach gedrückt halten. Ja, du kannst einmal drauf drücken, bis er zweimal geht. Nein, drauf gedrückt halten. Dann hört er nicht mehr auf, bis er voll ist. Ich bin nämlich schon voll.
Oh, ich renne mal eine Runde. Du hast ja immer 5. Ja, 3 Pfirsich war mein letztes. Weißt du, das Geilste ist ja, ich weiß ja nicht mal, ob das irgendwie was bringt, aber ich muss halt sagen, durch dieses Gelevele oder Geskille im Prinzip, finde ich halt, es bringt einen riesen Wiederspielwert, weil der halt, wie ich ja wirklich reinkommst, was ich ja sonst nie gemacht habe, ganz alleine mal Altes zu zocken, aber im Prinzip kommt es jetzt rein, nur weil du so ein bisschen leveln willst oder so. Finde ich so ein bisschen cool. Hat cool gemacht. Willst du mir nachher gleich ein paar 40? Ich kann dir 88, ja, ja. Weil eigentlich, wenn ich dir gebe, wäre es besser, ne? Vielleicht geht es jetzt doch mit dem Schlüssel. Ich habe dir doch den Schlüssel gegeben. Hast du Schlüssel? Guck mal auf Schlüssel. Hast du Gelände? Sekunde, ich renne noch eben. Oh, ich muss darüber zurück. Jetzt. Wo sehe ich das? Bei Z oder bei I, ne? Ja. I oder Z? Z und dann auf Schlüssel. Wo steht da? Schlüssel. Wo da steht Schlüssel. Besitzt keine Fahrzeuge. Aktualisieren? Nicht mal dein. Aktualisieren? Ja, ich habe ja kein Fahrzeug dabei. Schließen. Schließen. Okay. Jetzt warte mal, komm her, ich gebe dir mal den Schlüssel. Aktuation. Ich gebe dir den Schlüssel. Jetzt das. Du hast den Schlüssel weitergegeben. Ja. Blablabla. Warte, jetzt. Jetzt hast du auch jetzt, Schlüssel. Ja, ja. Jetzt kannst du vielleicht folgen. Z. Schlüssel. Ah, jetzt habe ich 7 Meter Distanz. Okay. Also schließen. Zum Auto. Schließen. Jetzt muss ich halt das T drücken, ne? Ah, ich kann's, okay. Also, kann. Was ist das? 88 sind drin. Schließen. Kann ich wieder sammeln? So schnell bekomme ich den nicht wieder auf. Hm? Was? So schnell bekomme ich den nicht wieder auf? Stand da gerade drin? Du hast 88 Stück drin. Das sind noch, achso, ist schon ganz voll. 108. Ich kann noch ein paar rein. Ja, also, siehst du mal. Ah ja, Doppelklick drauf. Jetzt ist genau, jetzt ist der rein. Ja, ja. Das Auto ist. Habe ich ja gerade auch gemacht. Du musst ja bloß. Oh, wer hupt? Ah, guck mal, ich kann auch abschließen. Jetzt haben wir beide Schlüssel. Und das habe ich gedacht, haben wir letztes Mal schon gemacht. Nee, das haben wir nicht gemacht. Weil da habe ich gesagt, jeder, der einen Schlüssel hat, kann auch das Ding benutzen. Das war aber beim anderen Server, wo wir das nämlich probiert hatten, in einer der ersten Folgen, ging das nicht. Jetzt geht es. Also hier geht es. Das ist die Frage, jetzt könntest du theoretisch auch mein Auto von der Garage holen, wenn ich das nicht. Das weiß ich nicht. Müsste doch gehen. Gut, wenn du ganz ehrlich siehst, hier gehen 108 rein, bei mir gehen gerade 52 rein. Für sicher, weil ich ja die Limousine habe. Mal im Helikopter ist da, wir können schon Helikopter auch nehmen und umfahren, DPs fliegen. Ach halt, ich muss noch mal rennen. Warum sammelt er jetzt wieder? Mittendrin fängt er auf einmal an mit Sammeln. Ist da einer? Da oben? Da steht doch einer. Ah, da fahren sie wieder Konvoi. Das habe ich jetzt schon öfters gehabt. Eine Waffe drin. Ja, ja, behalt die. Aber es ist, glaube ich, keine Kugel drin, ne? Kannst nicht schießen. Nee, muss halt jetzt nicht rumschießen. Hast du eine Waffenlizenz? Weil sonst ist es nämlich dämlich, eine Pistole zu haben. Achso. Waffenschein. Ich glaube, du hast einen gekauft letztes Mal. Mal gucken. Ich glaube auch, Waffenschein habe ich gekauft. Ja, ja, 35.000 habe ich gekauft. Achso, ich muss jetzt gleich noch einen Dings, einen Apfel essen. Ich muss ja noch ein bisschen Energie. Ich bin doch schon auf... Ich kann dir aber auch ein Kaninchenfleisch eben geben, noch eins. Habe ich vorhin schon gegeben. Ich habe 3. Ich bin hier im Apfel. Du musst eh jetzt sammeln, ne? Mein Inventar ist wieder voll, schon voll. Ich mach deinen Rucksack voll, ich esse da jetzt noch 2, 3. Noch 7-mal rennen. Eigentlich könnte man das jetzt gleich nochmal machen, dann habe ich mein Rennen fertig. Dann machen wir doch jetzt ein Herz. Und meine Skillstufe, ja, heute wird es eine lange Session. Ja. Das, ja, immer 10%, die machen wir ganz voll. Ist ja für euch nicht, ist ja für euch nicht so interessant, ihr wo ihr dazu guckt. Aber, ja. Also ich habe Führerschein, Pilotenschein, LKW-Führerschein und Waffe. LKW-Führerschein habe ich noch gar nicht. Pilotenschein habe ich auch nicht. Aber wenn wir auch so ein Bootsding brauchen. Den können vielleicht ich mal machen, weil ich das irgendwie nicht jeder alles kaufen muss. Weil eigentlich bringt es nichts allein, machst du das dann eh nie. Wir sind doch eh, also einzig Blöde ist halt, wir haben eigentlich ein Geld, aber wenn du jetzt jemand anderes Geld, musst du glaube ich 30%, nee 20%. Also ich habe letztes Mal glaube ich 20.000 oder 40.000 habe ich zahlen müssen. 33.000 hat gesagt, hast du zahlen müssen. Für 400.000, weil mehr hatte ich ja nicht. Rein theoretisch wird es ja gleich reichen, aber... Das sind es 15%, wo du abdrücken musst. So ungefähr. Ist auch blöd. Ja. Weil wenn ich jetzt hingehe, kann ich dir, kann ich nichts machen. Geld rausnehmen. Also. Das macht halt irgendwie keinen Sinn. Sag mal, kriegst du jetzt eigentlich immer noch
Gibt es jetzt eigentlich noch dieses Dingenskirchen, dieses Gehalt, das man vom Server kriegt? 4.400 Alex. So, mein Inventar ist voll. Warte mal halt. Ich bin gerade noch eine Runde. Tick. Ach halt, ich könnte auch noch eine Runde rennen, ja. Aussteigen. Hier draußen ist so dunkel, du kannst auch hier draußen rumrennen. Bei mir ist schön hell. Ja, ich habe Nachtsicht an. Ist meine Nachtsicht eigentlich unten? Moment. Bist du so schnell? Warte hier, ich stehe hier. Hier. Ja, Mach du mal deine Nachtsicht runter. Ja, ist unten. Ist unten. Ja, mach N. Mach mal N. Ist mach doch N. Ich will's doch auch sehen. Nein, bei dir ist oben. Unten. Nee, oben. Nur oben. Jetzt ist unten. Wo denn? Jetzt ist unten, ja. Oh. Oh. Und übrigens, wenn man rechte Maustaste gedrückt hält, kann man noch so einen leichten Zoom, ne? Ja, wie halt Daisy. Ja, ja klar. Adak, wo ist der Adak, wenn man braucht? Adat, Adat. Da hätte ich ja mal richtig Lust, das zu zocken. Let's Play-mäßig. Ja, ja. Ja, da hast du irgendwie falsch angehalten da hinten, ne? Wegen? Ja, so ewig lang darüber laufen. Jetzt kannst du übrigens du wieder fahren. Keine Sorge. Da, ja, ich muss rennen. Warte, ich renne einfach davor, kannst du schon mal neben mir herfahren. Vorwärts drin. Da vorne, kleiner Tipp. Also ich bin jetzt fertig mit Rennen. Ich komme schon. Da vorne, wenn du auf die Straße fährst, immer mal kurz einen Schulterblick nach hinten machen. Die rasen da lang, das ist Wahnsinn. Ich bin auch so einer. So, voran! Möp. Holsterblicks machen, ich guck schon. Oder warte, ich mach. Ne, das siehst du erst nach, wenn du ganz oben bist. Weil der hat mich zweimal fast einer abgeschossen. Warte, ich schau. Kommt nix, frei. Er hat mir Auffahrt gebracht. Was ist das da hinten eigentlich beleuchtet? Atomkraftwerk, ne? Wo? Das da? Rechts. Keine Ahnung. Ist das? Warte mal, wie sieht denn das aus da? Ich zoome mal. Das sieht aus wie eine Bank. Oder Militär, ein Militärzentrum oder so. Wo ist denn jetzt der Market hier? Warte. Du fährst in die Stadt rein. Oh, halt. Das wollte ich nicht. Ich kenne das ja auswendig, Mensch. Nachtsicht raus. Das bin ich schon einige Male gefahren. Jetzt musst du ein bisschen langsamer tun. Hier rennen sie nämlich alle wild durcheinander wirbelnd. Geradeaus. Ja, siehst du? Püff. Komm, fahr doch, Kerl. Geradeaus. Der abbiegenden Vorfahrtsstraße folgen. Folgen, Päuslein. Und jetzt die nächste nach links rein und gleich an dem Haus anhalten. Das große Haus mit dem, da wo der Typ steht, das ist der Markt. Okay, dann halt ich mal da davor. Okay, bitte aus aussteigen. Oder? Ganz ehrlich, das Feld ist einfach nur perfekt. Jetzt muss ich aber doch wieder mein Ohrstöpsel reinmachen. Weil sonst höre ich nichts. Habe ich immer drin. Nö, muss ja nicht sein. Aber Apfelfeld unten ist noch näher, ne? Ja, aber du musst durch die Stadt gurken. Gurken. So, 4480. 2400. Ach komm, du Schilde. Ach so. Kannst du jetzt kann ich Tee machen, gell? Du kannst rausholen. Ja. So. Schließen. Oh, da habe ich mehr Geld. Also ich probiere es mal aus, auf 40 zu drücken, alles verkaufen. Mhm. Ja, macht nur das, alles verkaufen. Spitzhacke habe ich noch, der Rest ist verkauft. 5.000. Ah, cool, okay. Schließen. Hast du das auch mal? Habe ich jetzt gerade schon gemacht. Aber du bist ja nicht einmal rausgelaufen, jetzt bin ich halt schon dreimal rausgelaufen. Ach doch, dein Geld ist doch egal. Ja, ich muss ja sowieso mehr Steuern zahlen wie als andere hier. Also Wasser, ich kaufe mir jetzt ein Wasser, zwei Stück. Ein Wasser reicht, das sind eben 100%. Ja. Ja, und so lang drauf bin ich eigentlich nicht, weil um 21 Uhr geht sowieso wieder die nächste. Also in eineinhalb Stunden ist sowieso wieder die nächste Respawn. Dann hast du. Ist noch was im Auto drin oder? Alles leer, du schon alles leer gemacht. Kann ich hier Fleisch, könnte ich mir noch eins gönnen? Na, eigentlich habe ich 100% noch. Aber eigentlich könntest du ja auch in das Auto ein Dings reinmachen. Ich würde ja gerne mal die Autos umlackieren. Auch mal. Dings machen, weißt du, so ein Reparaturkasten rein und so ins Auto, weil dann. Ja, aber dann hast du ja weniger Ladefläche, ne? Ja, aber da hast du viel mehr im Rucksack mehr. Und ja, auch nicht. Ist ja eben. Naja.
Wo ist denn ein Ding? Ein Lackierbox. Warte mal, ich steig mal eben ein. Gibt's hier einen Lackierer, Autolackierer? Safe Zone, Garage, Waffenladen, Taucherladen. Taucherladen gibt's da unten. Rotes Kreuz, ein Bürgeramt, Deutsche in Albana, eine Kneipe. Waffenladen Rebellen, Geländewaden Range. Ach, Autohaus. Go-Kart Shop. Taucherladen, nochmal ein Taucherladen. Bootsladen und Taucherladen. Bootshop, Rebellen, Safe Zone, Waffenladen. Übrigens, hier drin darfst du keinen erschießen, auch wenn er auf dich schießt, ne? In der Safe Zone. Da darfst du auch kein Auto klauen. Wusste ich nicht, habe ich da letztes Mal gelesen. Und zwar in der Safe Zone darf man nicht mal ein Auto klauen, auch wenn es nicht verschlossen ist. Was ist ein göttlicher Absprung? Da kannst du hochfliegen und da kannst du mit dem Dings runterspringen, mit dem Fallschirm. Hast du schon mal gemacht? Lust? Oh, ich glaube, gerade nicht. Was? Wir gehen jetzt mal. Ja, ich würde sagen, eigentlich. Wird gerade wieder Sommer. Es wird Sommer. Ja, eigentlich. Sollen wir noch ein bisschen sammeln und dann einen Heli kaufen? Wie viel hast du denn jetzt Kohle? Ich habe 469.500. Ich habe 510.000. Einmal noch sammeln? Ja, wie kriegt er das? Ah ja, ich habe 11.000 noch hier in der Tasche. Ja, machen wir das noch einmal. Komm, und dann... Einmal? Ja. Jetzt diese Folge geht sowieso bloß noch 5 Minuten. Da dachte ich, fahr mal hin. Gut, Helikopter musste Dings hoch. Ja, Erfeld, wo fährst du hin? Hier rechts, nochmal rechts. Dann kommst du vorne wieder raus, oder? Würde ich sagen. Ja, ich hab da halt immer umgedreht, aber... Ja, gut. Rechts, du Eimer. Ach so, hä? Voll. Richtig, oder? Weiß ich nicht. Warte mal. Ja, Nee, falsch. Ja. Ich bin. Und da vorne ist schon voll die Straßensperre. Dreh um, Mann, Himmel, Herrgott, nochmal, dreh um. Bitte tu mir nicht mal einen Dreh um. Ja, wenn uns alle umbringen. Nein! Benni. Was macht, wie schafft man denn sowas? Ich dachte, das wäre schon die. Nein, Karte. Eben nicht. Du bringst mir ja voll durcheinander hier. Du bist auch ein Navigator. Na, bin ich nicht. Ich kenne das Ding auswendig. Wo fährst du jetzt wieder hin? Ich hab gedacht, du gehst. Nein, du sollst nicht so viel denken. Denken ist Glückssache. Du lass denken. Pferden, geradeaus. Ach, davon ist ganz geradeaus. Und dann da vorne bitte nach links abbiegen. Links, jetzt links. Danke. Bis in meinen. Da steht noch Quad. Das war der, wo vorhin dagegen geschüsselt ist, wird er abkauen oder so. Das ist jetzt hier schon diese. Das ist schon die Straße. Bis zum Truckstop oder so? Ne, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger wie Truckstop. Die erste, eine weiße Hütte auf der rechten Seite und dann nach diesem. Oh, da hat sich da schon was. Nach diesem. Guck mal, schön, genau in die Seite. Ja, das hat irgendwie. Ist irgendwie voll idyllisch, du Schwein. Idyllisches Schwein. Ein idyllisches. Was ist ein idyllisches Schwein? Und hier, warte, jetzt kommt das Häuschen, weißes Weiß. Und nach dem. Genau. Weil eigentlich ist das nämlich voll geil. Es ist halt perfekt, weißt du? Nicht so nah an der Stadt, damit du genervt wirst. Achtung, Butsch, in der Mitte ist ein Brems, Kerl! Hinten staubt's noch. So, wunderbar. Wir sind wieder da. Kann ich aussteigen? Aussteigen, abschließen. Machen wir nämlich lieber noch so eine Chill-Runde und dann mal Chilliard. Ach halt, rennen. Oh, ich muss ja rennen. Sonst wird das. Jetzt sammel halt noch mittendrin, oder? Gut. Weil sonst war das nix. Entschuldigung. Stufe bald. Was ich? Nee. Wird ja immer unverhältnismäßig mehr. Genau wie beim Sammeln. Am Anfang sammelst du ja ein Pfirsich oder einen Apfel, eine Stufe. Ein Pfirsich, ein Apfel, eine Stufe. Ne? Egal. Und irgendwann hast du halt 5 Pfirsiche. Da musst du ewig auslernen, um ein paar Stufen hochzukommen. Du kriegst schnell Geld. Ja. Macht das jetzt wegen Geld oder was bringt das sonst noch? Na, ich mache eigentlich nur Skillstufe, weil Geld bringt es nicht wirklich. Da macht man lieber DPS. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ach halt, wo ich hier im ersten Mal bin, ist ja eigentlich wurscht.
So, sammeln wir noch ein bisschen. Ja, jetzt haben wir mal eine richtige Einführung gemacht hier in neue Welten. In die neue in Welt. Die. Ja gut, ich glaube, das gibt's noch nicht so lange, diese Skill-Sachen bei Zero One. Gibt's noch nicht so lang. Guck ich gerade. Ah ja gut, wir sind ja relativ schnell am Flughafen da oben. Ja, ja, deswegen ist Pyrgos eigentlich perfekt. Da kommst du überall schnell hin. Weil du eigentlich in Mitte Karte bist. Die Hauptstraße führt direkt hoch zum. Du zielst auf mich, Junge! Hey, weißt du, was der Knaller ist? Du musst dir einfach mal diese Plutonium vom Plutonium, diese Dinger da durchlesen, diesen Chat. Da brichst du manchmal weg, was die so schreiben. Weißt du, du musst verschiedene Sprachen, dann kannst du eigene Soap Opera machen. Echter Knaller. Soap Opera. Soap Opera. Weißt du, wieder voll? Nee, oder? Nee, dein Ernst. Du hast ein Auto zum Füllen? Ja, ja. Meiner ist auch schon. Nee, der zeigt er an, er sammelt weiter. Das zeigt er kurz vorher an, deswegen. Also ich glaube, ich kann also 10-mal sammeln bevor. Also ich. Und du mich schon 30 mal. 60. Ja, Stück, ja, eben. Das ist ein Bug, das hat er halt. Du weißt nicht warum. Sammeln, bis er nicht mehr, bis er sich weigert. Deswegen hat er Dings gedrückt halten, dann hört er von alleine auf. 700! Yeah! Apfel kleine. Ah, ich drücke auf Speichern nebenher drücken. So. Wurde ausgeraubt. Und das muss ich jetzt reden. Zum Beispiel, Plutonium ist jetzt Nazi. Ich wurde ausgeraubt. 100.000 Mal. Da kannst du ganz das voll schön reden. Du hast grundlos gesoffen. Nee, Bargeld mitnehmen. Sind gar nicht so arg viele auf dem Server, kann das, ne? Oh, keine Ahnung. 707. Du bist mit gezielter Waffe auf mich zugekommen. Fragezeichen. Du musst auch mal eine reden. Was muss ich? Mit drei Leuten. Warum soll ich mit drei Leuten? Nein, da unten, du musst den Dings reden, den Chat. Ja, und dann ballert man direkt los. Los. Hey, überweis mir mein Geld zurück, du Spast. Halt, der Spast stand da nicht, aber egal. Aber es würde jetzt passen. Überweis mir mein Geld zurück. Ein Taxi zahle auch. Pilz. Please, bitte, bringen Sie Essen mit. Was? Ich kann dich hier anrufen. Du sollst mich nicht anrufen. Ich kann nur eine SMS schicken, oder? Also kann ich. Sag mal, siehst du diesen Hasen? Siehst du diesen Kreisehasen? Siehst du diesen Hasen? Komm sofort zum Meer, siehst du den Hasen? Ich umkreise einen Hasen. Ich mache kleine Staubwölklein um den Hasen. Hasen? Hast du eine Nachricht, eine SMS von mir? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade auf den Hasen mich konzentriert. Das ganz oben rechts kommt und wir haben eine Nachricht? Tja, ich lege den Pfirsich hinein. Schließen. Och, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Das war jetzt taktisch unklug, so weit weg zu parken, du Schädling. Ja, dann musst du halt ein bisschen. Du gehen. Hast Miranda eine Nachricht gesendet. Ja, die kommt irgendwann. Ja, aber vorhin. Ach Mann. Nee, ich würde sagen, jetzt machen wir noch eben hier. Fertig. Hui! Quitsch. Jetzt machen wir noch eben fertig. Vielleicht schaffe ich noch beides fertig. Das wäre klasse. Und dann. Ja. Riemen. Geht zu zweien. Sag, du musst das nur lesen. Das ist einfach klasse. Manche Leute haben wirklich Durchfall auch in der Kopf. Du brauchst ein Taxi und du bist in Kavala oder im Umkreis. Schreibe eine Nachricht an David Hoffmann. Hasselhoffmann. Halt, ich muss gleich rennen. Jetzt sammelt er gleich wieder, ich weiß es. Du bist ja der Dauerbrenner. Dauerbrenner, der Schwein. Jetzt kann ich wieder rennen. Und ich laufe zick. Zack. Jedes Mal, wenn du auf mich zukommst, denke ich, da kommt Iron Man, weil du dieses komische Eck auf deiner Brust hast. Nein, ich bin eigentlich nur extrem muskulös geballt. Quadratisch praktisch. Ich bin quadratisch praktisch gut. Ich bin genauso breit wie hoch, du Schwein. Da kommt er. Ich hab die.
Warte. So, da ich komme. Hippie. Hui. Und. Der Helmut. Hui. Und nochmal umdrehen. Hui. Klassischer Doppel. Ein Doppelmeier. Meier Müller Scholz oder wie heißen sie, du Schädling? Mein Inventar ist. Na, dann lad doch was ins Auto, ist nicht voll. Ist noch nicht voll, das Auto. Hast du das Auto abgeschlossen? Aber man braucht gar nicht aufzuschließen. Ja, eben. Dann tun wir die 20 Pfirsiche noch da. Du musst nur Tä drücken. Weil du musst ja auch noch ein bisschen weiterkommen mit deiner Ausbautätigkeit. Mit deiner Ausbautätigkeit? Ich hab. Bin jetzt Stufe 385. 385? 100 ohne 3. Achso. 185. Ich bin jetzt 728. Halt nicht so viel Zeit wie der Timo. Und doch hast du, doch hast du. Das ist das Problem. Du hast ein... Halt die Fresse, ich schlitz dich auf wie ein Fisch. Voll. Sogar Paris-Dakar zu Fuß. Paris-Dakar zu Fuß aus dem Einrad, du Schwein. Auf dem Einrad, ohne die Füße zu benutzen. Einrad? Nur Einrad. Da brauch ich... Hui! Warte, ich schau dir in die Augen, Kleines. Noch viermal, da bin ich still, Skurvelt. Siehst du mal, das geht nämlich Rabbi, Zabbi, da ist er ja. Hui! Ah, ich kann wieder Hui machen. Aua, Hui. Dann. Kaufen wir uns einen Helikopter. Genau, so sieht es nämlich aus in der nächsten Folge. Hui! Und da ist er wieder. Hui! Nisha! Ach so. Hui! Wie heißen Sie denn, Karl Leutnant. Oh, ich bin voll. Ja, selber Schulter, trink weniger. Hui! Ich bin Rand und du bist voll. Wenn du jetzt auch noch Krüger heißt, dann ist ja geil. Randvoll. Nein, Krügerrand ist Schwein. Ach scheiße, ich brauche noch ein Rennen. Zwei Rennen brauche ich noch. Ja, du kannst dann nachher rennen wie ein Iltis. Hm? Ich fahre hoch und du rennst zum Flug. Riechen wie ein Iltis, oder? Oh, ich glaube, ich schaff's. Zehnmal noch Früchte, dann habe ich die. Ich fahr mal hier ein bisschen Stoff. Das gibt leider keinen Skill. Ich drift hier ein bisschen. Ich will versuchen zu driften. Benzin kostet nicht so. Der raucht ja alles. Bis in meine Nähe. Sorry, dass das jetzt gerade länger dauert, aber ich will euch den Skill-Fortschritt noch mit angucken lassen. Dann haben wir nämlich ein Folgenpäuslein und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn wir... Ich sehe noch mal rumdümmisen da oben. Wir sehen uns nämlich nächstes Mal wieder, wenn wir... Nein! Drei Stück müsste ich noch sammeln. Really? Dann ess doch zwei Stück. Wie denn? Mann. Ja, essen, benutze es. I. Nein, auf Z. Ach, Z. Und dann draufdrücken und benutzen. Dann hast kann, du ich, kann ich die Dinger essen, oder was? Natürlich, also auch gerade vier Stück. Für sich. 10% pro Ding. Benutzen. Ja, das Problem ist, ich muss ja viele essen. Was? Du hast zu viel gegessen, du bist nun ermüdet. Na toll, ich bin ja auch noch müde. Sammelt er jetzt noch? Jetzt gib mir doch den einen noch. Ja, bitte. Sammel. Ja, Level 6. Yeah. Früchte Levelaufstieg, du Schwein. Früchte. Warte, ich renn mal eben noch ein bisschen. Oh ja, genau. Du fährst mir im Auto voraus und ich versuch dich zu fangen. Zwei dumme Eingedanke, oder? Siehst du den Hasen hier auch? Hasen? Ist es hier bei dir? Ich umkreise jetzt einen Hasen. Siehst du den? Renn die Straße gerade. Nein, den. Ist es bei dir auch ein Hase? Nein, hier ist kein Warte, ich krieg dich, du Schwein. Komm, ich zeig dir, wo es hingeht. Warte, Achtung. Oh, ich gehe mal an den Straßenrand und Daumen raus.
Guten Tag. Einmal müsste ich noch... Das will ich jetzt einfach noch in dieser Aufnahme fertig haben. Was willst du? Du musst sammeln. Nein, ich muss noch einmal rennen. Ja, rennen kannst du ja da hinten. Da renne ich einfach um den Markt rum. So. Warte, ich schaue schon wieder, Frei. War immer so lang rüber, jetzt ziehe ich kurz zuvor raus. Die machen nichts, die machen nur einen heiden Lärm, aber tun nichts. Die poppeln, ja, ich weiß, aber ich meine, ich fahre dann neben der Straße und ziehe dann raus, wenn ich dann nur auf 120 beschleunigt habe. Nee, du beschleunigst auf der Straße deutlich schneller wie auf dem Asphalt, Schotter, du Schwein. Auf dem Schotter. Schotter. Gib mir den Schotter. Welcher Schauspieler? Gib mir den Schotter. Wer kommt mit mir? Langsamer, da tut gleich wieder weh. Schau mal. Das sind nämlich alle voll die Idioten hier. Geradeaus, geradeaus, geradeaus fahren bitte. Der abbiegenden Vorfahrtsstraße folgen. Das ist immer noch die Gegenfahrbahn, was du da benutzt. Und vorne an diesem Öl-LKW. Helikopter, alles zueinander. Komm, fahr vorbei, Kerl. Fahr doch. Wie? Fahr doch. Du sollst doch da an das Haus fahren, du Eimer. Ach, da bin ich. Bin ja schon da. Ja, eben. Es landet ja mitten auf dem Helikopter. Stopp, du Schwein. Das machen die hier immer. Aussteigen. Schließ mal einer die... Dick. Schließ mal einer die gute Stube ab. Kannst du gleich rennen jetzt hier. Ach, stimmt. Market. Ich verkaufe Pfirsiche. Alles verkaufen. Schließen. Soll ich nochmal draußen holen, damit ich noch ein bisschen habe, weil ich verkaufe, habe ja gleich wieder das Problem, dass ich keine Dings habe. Ich muss ja wieder Dings kaufen. Oder bewaffnete Leute hier. Wo denn? Da drin. Hallo und guten Tag. Ja. Ich bin aber freundlich. Ja, okay. So, ich gehe mal eben rennen. Hast du alles abgegeben? Nee, nicht alles. Ist noch was drin im Auto, aber... Ja, das habe ich gerade eben geholt. Gut, also. Halt, wir müssen zu einem ATM fahren. Obwohl, Ich habe 20.000, also... Das lohnt sich noch nicht. Wir fliegen nachher zu einem. So. Stimmt eigentlich auch. Das muss ich nämlich nicht abheben. Das sind schon ein paar Prozente, wo ich nicht abheben muss. Ach, guck mal. Er läuft auch. Hey, ich könnte es doch einfach so machen, das abzuheben. Jetzt ein bisschen abheben, nachher noch ein bisschen abheben. Da kann ich dir auch nicht geben. Toll. Das Überweisen kostet... Jetzt, ich bin Ausdauer-Level-Ausstieg, Level 4. Yay, geschafft. So, ich steige jetzt mal eben ins Auto an. Und Gangkonto? Kostet das auch was? Aber das kann ich nicht nehmen, ne? Das ist blöd, ein bisschen Gangkonto. Das habe ich nicht verstanden, wie es funktioniert mit dem Konto von der Gang. Also ich steige jetzt hier an und sage in diesem Atemzug, danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde, und bye bye und bis zur nächsten Folge von Let's Play Altis Live mit dem MNCR-Clan. Danke, Benny, fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.